Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf, freue mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video an diesem wunderschönen Montag hier in Österreich. Und heute schauen wir uns 10 Großhändler an, das sind sogar ein bisschen mehr, wo man Ware beziehen kann. Ihr fragt mich immer wieder, hey René, wie schaut's denn aus? Kannst du uns mal Tipps zum Thema Großhändler geben? Wie komme ich da und da rein? Wie melde ich mich wo an? Was würdest du überhaupt empfehlen? Würdest du dich da anmelden oder eher da? Das alles heute in diesem Video, meine Freunde. Dieses Video wird freundlicherweise von Zefdesk unterstützt, dem Buchhaltungsprogramm. Solltest du ein Buchhaltungsprogramm suchen, check definitiv die Infobox aus. Dort gibt es auf die ersten 6 Monate 50% Rabatt mit unserem Code. Also schau da definitiv vorbei, solltest du da was brauchen. So, und jetzt starten wir mit dem Video, meine Freunde. Ich werde am Anfang Großhändler zeigen, wo sich jeder ganz, ganz easy anmelden kann. Und dann gehen wir ein bisschen in die Tiefe, wo ich euch zeige, okay, wie man da reinkommt. Ich habe euch auch eine Liste unter diesem Video verlinkt. Plus, ich habe euch auch noch zu den verschiedenen Großhändlern auch sogar Preislisten unten verlinkt. Also, ich gebe euch einfach alles sozusagen for free weiter hier. Schaut da in die Infobox rein, ist alles, wie gesagt, verlinkt. Gerne könnt ihr den Video einen Daumen nach oben geben, meine Freunde, wenn ich schon alles raushau. Und gerne könnt ihr den Kanal abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und jetzt starten wir los. Als allererstes kommen wir zu 2 Großhändlern, in Anführungszeichen Großhändler, wo sich jeder anmelden kann, die aber ein bisschen was kosten, nämlich Restposten und Mercandi. Zu beiden habe ich bereits ein ausführliches Video gemacht, wie ich sie finde. Was beziehen wir bei solchen Händlern? Also bei solchen Händlern beziehen wir zum Beispiel Artikel, jetzt nur als kleines Beispiel, man kauft im Sommer für den Winter ein, um dann im Winter, natürlich ist das Winterloch, gibt's eher nicht so, aber Winterartikel verkaufen sich trotzdem natürlich im Winter besser. Das gleiche kannst du dann im Winter auch für den Sommer machen, um das Sommerloch zu überbrücken. Nur als kleines Beispiel, Schneeketten oder ein Eiskratzer, den kannst du da sehr, sehr gut kaufen. Restposten Mercandi, da gibt's große Produktpaletten, dort kannst du dich anmelden, kostet irgendwie 100 Euro im Jahr, aber bei diesen 2 Großhändlern holen wir solche Restposten, deswegen heißt der Restposten.de logischerweise. Aber da holen wir halt solche Waren her. Wir kaufen dort nicht irgendwie Smartphones oder irgend sowas, sondern eher, in Anführungszeichen, es ist ja auch keine schlechte Ware, überhaupt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ware, die sich sehr, sehr gut lagern lässt, eher unzerbrechlich wie bei den Eiskratzern, die man zu einer bestimmten Jahreszeit braucht, wo man halt einen großen Posten einfach ankauft. Die holen wir dort zu richtig, richtig günstigen Preisen. Dort habe ich auch bereits ein sehr, sehr ausführliches Video dazu gemacht, wie man sich sowas analysieren kann. So, als nächstes kommen wir zu den 2 TCG-Händlern, wo wir Waren beziehen und wo auch sehr, sehr viele von euch sagen, hey René, ich komme da nicht rein, kannst du mir einen Tipp geben? Und ja, kann ich. Ich kann dir da einen Tipp geben, wenn du zum Beispiel nicht nur TCG beziehen willst, aber dazu gleich. Als allererstes OFC, Olaf Friese Cards heißt dieser Großhändler, genauso wie Blackfire, die kennt ihr ja, wenn ihr meine Videos schaut. Es gibt auch noch Heo, oder das ist noch schwieriger reinzukommen. Aber wie kommt man jetzt zum Beispiel zu Blackfire rein? Sehr, sehr viele haben gemeint, hey René, ich habe dort hingeschrieben, habe mich dort angemeldet, wurde abgelehnt. Wieso wurde ich abgelehnt? Weil die auch durch den TCG-Hype so viele Händler bekommen haben, auch durch uns natürlich, durch Reselling mit Kopf, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir da ein paar hundert Händler hingeschickt haben. Aber wie kommt man trotzdem rein? Wir hatten letztens im Mitgliederbereich so einen Stammtisch, da haben wir miteinander gesprochen, mit den anderen Mitgliedern und so weiter und haben uns ausgetauscht und da sind wir darauf gekommen, es gibt schon noch Varianten, wie man dort reinkommen kann, indem man einfach sagt, okay, indem man den Kundenkontakt dort anschreibt und schreibt, wie schaut's aus, ich will gar keine TCG-Ware, also kein Pokémon, kein Yu-Gi-Oh!, sondern ich will beispielsweise nur Funkos, ich will beispielsweise nur den Merch kaufen. Und so kommst du immerhin ein bisschen rein, du bekommst einen Fuß in die Tür und bist schon mal wenigstens angemeldet. Und dann so nach einem halben Jahr, ja, kannst du eventuell fragen, okay, kann ich doch TCG und so weiter kaufen. Also das ist mein Tipp für euch, solltet ihr da abgelehnt werden, schreibt eine schöne Mail an den Support, an den Kundenkontakt, schreibt dort rein, ich will nur Funkos beziehen, was du dann am Anfang natürlich auch musst. Du kannst nicht sagen, du willst Funkos beziehen und dann irgendwie, das werden sie dir auch nicht durchgehen lassen, aber ihr wisst doch, was ich raus will, um einfach mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann weiter im nächsten halben Jahr, ja, vielleicht in 2 Jahren, dann mal zu schauen, okay, kann ich auch Trading Cards kaufen. Bevor wir jetzt zu unseren Lego Großhändlern kommen, kommen wir noch zu einem alternativen Hersteller, wenn ich das so sagen darf. Ich hoffe, ich verrät mich nicht und bekomme irgendwie eine Klage, nämlich zu Kobi. Bei Kobi beziehen wir auch Waren, ich habe euch auch eine Preisliste unten verlinkt. Es ist ein alternativer Klemmbausteinhersteller. Darf ich das so sagen? Ich hoffe es bitte. Tut mir nichts, meine Freunde. Auf jeden Fall, dort beziehen wir auch Waren, dort haben wir Preislisten schon bekommen. Dort kaufen wir in größeren Mengen dann fürs nächste Jahr Waren ein. Und wenn ihr da mal Bock drauf habt, einfach nur mal zu schauen, okay, was gibt's da, was kostet das Ganze, wie läuft das Ganze ab, dann checkt die Excel aus, habe ich euch alles unten in die Infobox gepackt, meine Freunde. Dann kommen wir zu Lego. Also bei Lego kann man direkt beziehen, das wisst ihr ja. Aber viel, viel spannender für die meisten ist, weil sie nicht 30.000 Euro abnehmen wollen, sind die alternativen
Großhändler, die auch Lego sozusagen weitergibt. Und da haben wir drei davon, nämlich Breimeier GmbH, habe ich euch unten verlinkt, dann WDS, den kennt ihr natürlich, und ich habe es mir hier aufgeschrieben, idena.de. Ich habe euch die Liste auch unten verlinkt, und auch für die Schweizer habe ich extra was zusammengeschrieben. Die können dann auch unten schauen, ein Händler für die Schweiz ist nämlich auch dabei. Dort kann man auch Lego beziehen, wenn man nicht 30.000 Euro Umsatz hat. Das ist vollkommen wichtig, ganz, ganz klar, weil sehr, sehr viele können nicht mit 30.000 gleich mal starten, und das ist halt das Mindeste. Also da könnt ihr euch dann auch für die kleineren, in Anführungszeichen, könnt ihr dann das rausholen. Weil einige sagen, hey René, wie bekommst du so gute Preise, wie kannst du das Lego billiger verkaufen, wie manch anderer? Logischerweise, weil wir direkt von Lego beziehen, wir haben da große Prozente drauf, in Anführungszeichen, aber auch nicht auf alles jetzt, zum Beispiel die Exklusiven, die bekommen wir auch nicht, die kann ich auch nur durch ganz, ganz große Läden irgendwie günstig, wenn ich da Kontakte knüpfe, dann auch rausfinden. Was würde ich euch jetzt noch raten, grundsätzlich? Wir haben jetzt Restposten, die mehr kann, die ich habe es mir aufgeschrieben, schaue ich ein bisschen auf die Seite, auch Zentrada zählt da noch dazu, steht auch auf der Liste, dann OFC Blackfire, dann Kobi, dann haben wir Lego Direkt, dann Breimeier, dann Idena und dann noch WDS. Also das sind die 10, wo wir laufend Waren beziehen. Es gibt aber noch sehr, sehr viele andere. Es gibt noch so viele andere, aber hier beziehen wir laufend Waren. Bei den anderen ab und an. Also da kaufen wir mal den Posten auf, wir kaufen mal den Posten aus. Ich schaue zum Beispiel auch bei Arena.at, das ist eine Auktionsseite in Österreich. Dort schaue ich natürlich auch noch. Diese Kontakte, die auch da unten drin stehen, die sind so Gold wert. Ich habe mich je dreimal gefragt, René, warum gibst du das raus? Und ich denke mir, irgendwann bekomme ich es zurück. Also ihr gebt es mir jetzt schon zurück, ihr abonniert meinen Kanal, ihr seid nett zu mir. Ich werde auch sehr, sehr oft schon auf der Straße angesprochen. Es bedanken sich tausende Leute. So bekomme ich das Ganze zurück, weil kein Mensch, das schwöre ich euch, kein Mensch, kein Händler würde das so preisgeben. Okay, die sind jetzt schon länger im Umlauf, aber auch nur, weil ich halt damit angefangen habe, dass ich das in den Umlauf bringe. Also früher haben die wenigsten UFC gekannt zum Beispiel, ganz, ganz wenige. Und jetzt kennt jeder so. Aber mir ist es egal. Sicher, es gibt Händler, die sagen zu mir, ey René, du bist der größte Vollidiot, du machst unser Geschäft kaputt. Und ich denke mir nur so, warum? Es läuft bei mir gut, es läuft bei sehr, sehr vielen anderen gut. Ich helfe Leuten weiter. Ich gebe was zurück der Welt, meiner Meinung nach. Und das ist das Allerwichtigste. Ich gebe der Welt und auch den Leuten was zurück, nämlich Mehrwert. Und ihr feiert mich dafür hoffentlich und könnt einfach was draus mitnehmen. Nur um das geht's mir. Und ja, das ist meine Botschaft, die ich nach außen tragen will. Hinter der stehe ich zu 100%. Und wenn sie jemanden stört, ich habe auch schon sehr, sehr viele ganz, ganz unfreundliche Mails bekommen, bis hin zu Drohungen und so weiter. Aber mir ist es vollkommen wurscht. Mir ist es wurscht, wirklich. Es ist vollkommen egal. Dann sollen die mir halt drum. Na und? Also was wollen sie denn machen? Und das Allerwichtigste am Schluss, man kann zu den Kontakten kommen, man muss nur höflich fragen, man muss nur ein bisschen, wie nennt man es denn in Hochdeutsch, in Österreich ist das Wort segieren, ne? Das kennt die meisten nicht, man muss die nur ein bisschen nerven, man muss da einfach dahinter sein, und man muss, das ist einfach die Prüfung für jeden Reseller, der wirklich langfristig erfolgreich werden will, man muss die Kontakte herstellen, man muss das auch selbst können, nicht nur jetzt von mir schauen, weil ich kann euch die Kontakte jetzt zeigen, das ist vollkommen easy, aber trotzdem liegt es an euch, die Kontakte dann auch wirklich zu knüpfen. Und auch mal, wenn ihr eine Absage bekommt, nochmal nachfragen, okay, was können wir ändern, dass ihr mich doch aufnehmt. Und so weiter und so weiter. Ihr müsst da auch selbst Gas geben, meine Freunde. Ich kann euch da nur, also mehr kann ich für euch nicht machen. Es hilft alles nichts. Ich würde es gerne machen, aber ich kann es nicht. Weil ihr müsst dann mit eurer Firma auftreten und ihr müsst euch beweisen. Und dann schafft ihr das auch. Man schafft alles im Leben, meine Freunde, wenn man motiviert ist und wenn man dran bleibt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Das ist natürlich das Allerwichtigste. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Video, euer René. Ciao.